Exile, Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Conan Exiles mit Voucher und mit unserem Coneless. Für heute habe ich einiges vor. Ich konnte leider nicht viel offscreen vorbereiten, da ich sehr viel um die Ohren habe. Mein Ziel ist aber morgen, den Enbatu ins Rad zu schmeißen oben. Und ich möchte gerne mit unserem Pferd rüberreiten, zusammen mit unserem neuen Stegisrall, auch wenn er eigentlich ein Bogenschütze ist, und möchte den Enbatu morgen mit euch machen in dieser Kombination. Und jetzt fehlt uns natürlich noch ein bisschen was. Unter anderem brauchen wir die Sattlerei. Das gehen wir jetzt an das Thema, sonst kann ich ja mein Pferd nicht reiten. Alles, was wir jetzt heute nicht schaffen, bereite ich dann auf morgen vor. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Werkbank eines Sattlers. Wir brauchen 50 geformte Holz, 50 Zwirn, 50 Leder. Also. Nein. Ah, hu. Ich dachte schon, das geht aber gut los. 50 geformte Holz. 50 Zwirn. Und 50 Leder. Also damit sind wir schon mal in der Lage, die Sattlerei zu bauen. Und die war, glaube ich, jetzt auch nicht so eine große Nummer, ne? Ja, die ist eher mini-wini. Aber weißt du was? Bevor ich jetzt wieder Scheiße baue. Ich muss ja sowieso an die Säuberung denken. Mache ich ja auch eigentlich die ganze Zeit schon. Ich werde ja alle Werkbänke, die ich schützen will, hochziehen auf die Turmplattform. Da müssen wir demnächst mal einen Test machen. Ich hatte damals auf Sibda war es, glaube ich, einen Turm gebaut mit euch. Und da war das Problem, dass ich den irgendwann unterstützen muss. Ich glaube, das, was wir jetzt aufgebaut haben, kriegen wir eine Decke drüber ohne Säulen. Der Turm soll aber mächtiger werden. Das heißt, da müssen wir dann noch Säulen dazu nehmen irgendwann. Ne? So, die Sattlerei ist gebaut, Leute. Jetzt müssen wir natürlich gucken, welche Mats brauchen wir. Was haben wir denn? Kordavischen Sattel? Leichter Nashornreiter, Schlachtrosssattel, Nashornsattel, Schlachtrosssattel, mittlerer. Kann ich jeden Sattel jedem Tier aufziehen? Weiß ich nicht. Ich hätte es nachher hochziehen sollen. Jetzt muss ich nämlich wieder runter, weißt du? Wir gucken es uns unten an. Ich glaube, oder? Es geht jetzt einfach nur darum, welche Mats hat man, beziehungsweise. Ich glaube, ich kann den Google, das Pferd sollte man schon schützen. Und ich habe jetzt nochmal mich erkundigt, wenn ich richtig liege, bezüglich Futter fürs Pferd, an was wir aktuell rankommen, wo die Gesundheit hochschrauben würde, wären diese Ranken. Die besorgen wir jetzt auch gleich. Jetzt pass auf, dass ich halt nachher hier noch laufen kann. So. Also diesen, ich weiß nicht, was das hier für einer sein soll. Sattel, Steigbügel und andere Utensilien, die man braucht, um Pferde auszubilden, zu reiten. Weil der sieht ja schon auch ziemlich gut aus, ne? Zwirn? Boah, gehärtetes Leder habe ich ja noch keins. Den könnte ich. Oder den. Ich glaube, ich mache den. 20 Zwirn. Boah, verstärkte Leder habe ich auch nicht in der Höhe. Ja, ich weiß, du kriegst den besten der Erde. Ich hole 20 Zwirn, 68 Eisenbarren und 75 Leder. Also. Zwirn. Eisenbarren. Ich hoffe, die Hammer. Es reicht nicht. Aber die Leder. Ja, klar. Wir müssen auf jeden Fall demnächst so weit sein, dass wir dann einfach mal auch schwere Ledersachen farmen gehen müssen. Eins, zwei, drei. Was fehlt jetzt noch? Ich glaube, 68 Eisenbarren. Ja, dann hole ich halt eine Handvoll Eisen. Das ist jetzt ja wohl nicht so das Problem. Außerdem habe ich den neuen Pickel noch gar nicht bemüht. So, komm, fahren wir einmal das Dings da unten ab. Geile Geschichte. Hier muss ich einmal würfeln, glaube ich. Mal Kriegsbemalung herstellen. Vogelkreaturen, Wüstenhunde. Ich würfel einfach mal. Der Zyklus ist ja eh bald drin. Katzenwesen, Hopfen. Drauf Medizinmann besiegen. Rüstungspolster oder Futter herstellen. Oh. Der bringt ziemlich gut Punkte dann auch, oder? Pilze sammeln. Dann ist das nicht das, was ich heute machen werde. Ich will an dieses Schlundloch einfach mal gucken. Wir können dahin die Hyänen ja auf dem Heimweg machen. Die bringen uns auf jeden Fall das Level fast über die Hälfte. Ach Gott, ist es schön, dass wir da jetzt einfach 10 rauskriegen, ne? Ich habe ja die Einstellungen nicht mehr verändert. Ich könnte die natürlich auch offscreen verändern, dass ich sage, okay, komm, dass ich mit einem Schlag 50, aber ganz ehrlich. Ich brauche ja diese Offscreen-Zeit auch ein bisschen, um zu chillen. Komm, wir holen auch gleich Pferdefutter, wenn wir schon hier sind. Ich glaube, diese kleinen Palmen sind es. Wenn ich da mit der Sichel rangehe, kriege
kriege ich diese Lianen. So, das müsste ja dann reichen, theoretisch. Ein bisschen überladen, Kondas, ne, gleich. Gut, das müsste reichen. Ich gehe einmal kurz mit der Sichel jetzt diese Dinger noch holen, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, die kleinen Pelmchen sind es hier. Die da, ne? Ne, die ist nicht. Die da sind. Ja. Und das ist, glaube ich, das Futter, was ich jetzt aktuell geben kann. Und meine Tiere dann, also mein Pferd, mehr Gesundheit verschaffen sollte oder die Chance erhöhen sollte, ne? Ja, da ist es. Die farm ich ja eh ständig ab, wenn ich hier unterwegs bin. Die hole ich jetzt nicht jedes Mal von Hand. Ich werde die in Zukunft einfach nur noch halbieren. Die Hälfte tue ich ja immer umwandeln oben in Zwirn. Schön, oder? Träumchen. Säuberungstechnisch. Ja, das wird genau aufgehen. Wir werden jetzt heute das Level machen. Dann werden wir uns herrichten. Und wenn wir mit dem Enbatu zurück sind, haben wir wahrscheinlich noch eine Folge, in der wir oben ein bisschen Defense aufbauen. So, guck mal, Spatzel. Ich glaube, diese Ranken sollten dir eine Chance bringen. Auf Vitalität. Sehr gut. Das heißt, wir haben, weil ich möchte, das Pferd sollte schon ein bisschen stabiler sein, ne? Das heißt, wir haben zwar hier eine ziemliche Stärke, aber das wäre schon geil. 50, 60, 72. Also die Chance, dass wir da einen Punkt kriegen, die wird schon da sein. So, einmal jetzt ganz kurz zu unserem Schmelzi. Der hockt hier rum und macht nichts. Was ist los mit dir, Digga? Das war das, das war das, das war das. Sobald es durchgelaufen ist, passt es. Jetzt pass auf. Ich räume mal ganz kurz das Zeugs hier weg. Dem Kollege da unten, sollte ich dem noch eine andere Rüstung geben? Aber ich glaube nicht. Ne? Hier haben wir Fleisch. Ich mache das alles mal hier dazu. Das mache ich hier dazu. Dann ist da genug. Das müsste reichen. Lederbeutel, Stoffbeutel, Jute. Das kann mal hier von mir aus rüber. Das kann auch rüber. Die Zähne machst du hier gleich fertig. Das kriegst du. So, und er geht mit. Oder soll ich mit dem Blutwurz rüber? Ja, ihn nehme ich mit zum Enbatu, ne? Aber er ist halt jetzt momentan noch Stufe 0. Das heißt, er folgt mir jetzt mal. Er hat meine alte Rüstung an. Die geht jetzt hier nicht weiter kaputt. Dann kriegst du jetzt im Moment einfach für heute meinen alten Schild. Weil der hat ja Stärke, ne? Das ist ja ein Stärke-Thrall. Also, das verstehe ich auch noch nicht ganz. Das ist ein Bogenschütze, hat aber super Werte auf Stärke gehabt, ne? Stachelbesetzer. Ader lassen. Ne, den Stachelbesetzen kannst du nehmen. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal Auswirkungen hat, das separate. Ich gucke nochmal, dass ich mich da gestern verguckt habe. Ne, er hat 30 Stärke, keine Beweglichkeit, ist aber ein Beweglichkeitsthrall. Also finde ich jetzt auch nicht so ideal. Sag mal, die Fischreuse, bevor ich jetzt noch weiter... Also da könnten wir... Hier wollte ich hin, gell? Aber ich muss eh die Punkte neu vergeben. Das heißt, für den Enbatu morgen schneller heilen. Du heilst 50% mehr. Wiederkehr erhalte einmal einen Heilungseffekt, wenn deine Gesundheit unter 50 sinkt. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ich skill jetzt dann eh um. Erschütterungsschaden ist ja das, was ich brauche, ne? Komm, ich hau mal hier die Sachen rein. Wow, wir sind mir da jetzt hochgestiegen. So, pass auf, Fischreuse. Wenigstens eine würde ich gerne mal aufsetzen. Fischreuse. Fischfalle. Konstruktionshammer. Ach, mit dem Konstruktionshammer baut man die. Okay, wusste ich auch nicht. Die wird drin sein bei... Landwirtschaft. 10 geformte Holz und 10 Zwirn. Also 10 geformte Holz und 10 Zwirn. Wo habe ich denn die Zwirn reingeschmissen? Hier. 10 Zwirn. Warte. 350.
Das kann ich die bauen, die bauen, die bauen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch 68, 9. Das müsste jetzt auch schon erledigt sein. Ja, da können wir schon den Sattel bauen. Ja, so langsam kommen wir doch wieder an unsere Sachen ran. Das passt doch. So, einmal Schlachtrosssattel gebaut. Wir gehen ganz kurz mit dem Kollegen runter. An die Stelle, wo ich das aufbauen kann mit, diesem, mit dieser Reuse. Weil hier hätte ich sie eh nicht hingesetzt, weil das Krokodil ständig da spawnt. Auf dem Rückweg kann ich ja nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. Dann können wir das Zeugs gleich wieder nachcraften und schon sind wir dabei. Jetzt ist es so, dass ich gerade ins Spiel rein bin. Das heißt, es wird jetzt ziemlich früh dunkel. Da würde ich jetzt gleich aber nochmal die Nacht durchlaufen lassen, bis wir einen neuen Tag haben, bevor wir ins Schlundloch gehen. Ne? Alki. So. Also, hier kann ich sie bauen. Ich bin mal auch über... Bin mal nicht ganz sicher. Ich setze die mal hier hin, ja? Und dann schauen wir einfach mal. Köder brauchst du doch da normalerweise noch, gell? Warte mal, geschwind. Wattens Erna, moi. Wattens Erna, moi. Ich glaube, je höher werde ich ja der Köder, desto höher die Beute an Fisch, ne? Aber ist jetzt auch nur mal zum Austesten. Ich weiß noch gar nicht, was wir da genau brauchen am Ende. Da können wir noch mehr reinstellen. Das ist jetzt erstmal, dass wir eine haben, ja? Gut, hier fangen wir den Billigfisch. Ist aber schon mal ein Anfang. Siehst du, das meine ich. Die Sonne geht unter. Ist übrigens wunderschön, die Stelle da hinten. So. Sattel ist in der Mache. Können wir das Pferd besatteln? Dann haben wir ein Pferd das richtige Futter drin. Dann haben wir unserem Rull hier was zum Kämpfen gegeben fürs Schlundloch nachher. Und unser Ziel ist einfach das Level hier voll zu kriegen. Und dann bauen wir uns heute noch die Keulen. Oh, und das wollte ich auch noch schauen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das hieß. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das hieß, Leute. Diese Waffenverbesserungen, die wir da hatten. Die Tage. War da dabei, als ich die gebaut habe, gell? Sind die hier drin? Jo. 51. Also wird es auf die hier rauslaufen, ja? Und dafür brauchen wir dann Aufsatz für stumpfe Waffen. Den müssen wir auch zwei Stück bauen. Das können wir vielleicht sogar noch kurz zusammen machen. Greif mal den an, dass ich was sehe. Warten hier, Alterle. 30 Stärke sind 30 Stärke, sagst du, ne? Klock. Klock. Sehr, sehr geil. Da warbt ihr die alte Ratte. Gut. Du bist mein Lieblingspferd. Das einzige, das ich im Stall habe. Ich war jetzt unterwegs, weil ich nochmal unterwegs sein wollte, gell? Das habe ich gesagt, hau ich hier rein, dass ich die nachcraften kann. Dann haben wir den Sattel gebaut. Jetzt muss ich natürlich gucken. Kann ich dir den einfach irgendwie ansatteln? So. Siehst du trotzdem noch aus wie ein Höllenpferd? Also wir haben den Sattel, der Wapnir. Das läuft. Jetzt gucken wir uns kurz diese Waffenverbesserung an. Die waren, glaube ich, hier drin, ne? Nee, wo waren denn die nochmal? Wo waren die nochmal drin? Ich überlege gerade. Wird gebaut am Kesselflicker. Der Kesselflicker war da hinten. Bin ich froh, wenn die Säuberung rum ist und ich hier die Base richtig oben am Turm aufbauen kann. Immerhin habe ich die Kesselflickerei gleich gefunden. Genau. Das waren die aus Stahl. Das heißt, 20 Stahlbarren investiere ich jetzt. Warte, mir gefällt mir schon. Der macht das gleiche Stöhngeräusch wie der Kronles. So, ja, dann hopf hier drüber. Kronles. So, ne, die einen, die hatten wir, das waren die alten mit Eisen und die brauchen wir jetzt zweimal. Dann haben wir das schon mal. Erschütterungsschaden wird dadurch erhöht, sehr gut. Ah ja, wir müssen jetzt ein Level, dann würde ich sagen, ich mache jetzt den angekündigten Schnitt. Und sobald die Sonne aufgeht, reiten wir ins Schlundloch rüber.
Ich nutze gerade die Zeit, um noch ein bisschen Stein ranzufahren für die Schmelzen und auch noch mal ein bisschen Metall besorgt, weil wenn wir zurück sind und alles soweit wieder seinen geregelten Gang geht, der in Batu durchs Rad läuft, würde ich nämlich einmal diesen Opferaltar da aufbauen, den wir bekommen haben die Tage. Erinnert euch, es gibt ja diesen Opferaltar, der noch zur Zauberei gehört und den sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Und dafür brauchen wir halt nochmal normales Eisen und das farm ich uns gerade. So, dann können wir gleich los. Schlundloch. Wenn wir jetzt merken am Schlundloch, dass diese untoten Hyänen jetzt nicht so viel bringen. Ich weiß nicht mal, ob sie Hyänen sind. Dann gehen wir zurück und machen einfach nur eine Hyänenrunde. Wie gesagt, das schaffen wir heute auf jeden Fall zeitlich. Und dann bauen wir uns die Sachen zusammen, sodass wir morgen direkt startklar sind. So, das habe ich mir so vorgestellt. Und das wird wahrscheinlich auch klappen. So, dir habe ich die Geschichte. Und die Geschichte, die brauche ich dann für diesen Opferaltar. Das lässt du durchlaufen, bis ich komme. Super. Hier brauche ich natürlich wieder normalen Stein. Die Hälfte gönne ich uns einmal für die Dreierschmelze hier außen. Da müssen wir dann natürlich auch... Ne, das war falsch rum. Ich habe die momentan hier, dass ich das Eisen separat habe. Nicht immer alles gleich durchhau. Das war das, das war das, das war das. Gönne ich mir dir. Dann gönne ich mir dir. Kein Zwin mehr. Ja, irgendwo liegt er, aber machen wir es halt anders. Zack, zwinnen wir das. Das nehmen wir mit. So, Leute. Dann sollten wir jetzt gleich dann aufbrechen. Bevor es wieder zu spät wird. Diggerle, ich gebe dir mal... Ich gebe dir mal gekochter Fisch. Kann der... Gib dir die einfach mal rein. Das Pferd hat ja noch seine... Oh, jetzt bin ich aufgestiegen aus Versehen. Und du das Pferd. Wie steige ich wieder ab? Wie steige ich ihn wieder ab? Mit C. Hab ich mich vergessen gehabt. Du bist jetzt aufgestiegen, weil ich einmal drauf guckt bin? Ja, aber guck mal. Wenn das Pferd jetzt... Ich bin gerade ein bisschen... War das nicht so, dass das lauter Nuller Werte hatte nur? Aber das hat ja jetzt voll die vielen... Hat es mehr Punkte gekriegt jetzt als Normalling? Egal, wir gehen jetzt einfach los. Sag mal, du bist ja noch... Wo ist er denn? Du bist ja mit bei, ne, heute. Ja, er ist noch auf Folgen, also. Dann reite ich jetzt mit... Pferd folgt. Und er folgt, ne? So, wo war denn das Schlund noch, dass ich da jetzt nicht gleich... Hier. Richtig. So, kommt mal mit ihr zwei. Wo ist er? Ach du je. Der Wendekreis ist aber auch. Okay, er kommt aber. Ich glaube, das Pferd steigt auf alleine durch das, dass es rumläuft, ne? Oh. Und es schwimmt. Sehr geil. Ich will trotzdem Nashorn noch. Gibt's ja auch einen Untot, glaube ich, ne? So. Der Ding ist doch da, oder? Ah ja, der kommt, der braucht halt ein bisschen länger, hat kein eigenes Pferd. Wäre auch schön, wenn man seinem Begleiter noch ein Pferd zuweisen könnte, irgendwie gefühlt. Auf der anderen Seite ist nachher ein Haufen Zeug, auf das er aufpassen muss. Servusle, Mahlzeit. Ja, das Pferd gibt aber alles, du. Ey, das kriegt mehr Punkte. Ich glaube, das Pferd ist da ein bisschen anders aufgestellt.
So, bevor ich jetzt allerdings da reinreite. Ja, das heißt aber doch auch, wenn ich jetzt diesen Skill hier reinmache, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, Leute, dass ich hier unten. War das das? Kriegspartei. Maximale Getreuen um 1 erhöht, aber deine Statistiken wirken sich nicht mehr auf den Schaden deiner Getreuen aus. Oh. Was heißt das? Ich kann einen mehr benehmen, aber irgendwas wirkt sich nicht mehr aus. Wie stark ist die Auswirkung? Ansonsten würde ich das reinscalen, könnte ich mit zwei Kämpfern und einem Pferd jetzt unterwegs sein, oder? Pass mal auf, ich mache das Pferd. Wache halten, ja? Und du hast ja Waffen und so weiter. Ich habe auch Waffen. Dann gucken wir jetzt mal, ob uns die genug EP bringen. Und ich muss die wahrscheinlich mit dem Pickel abarbeiten, oder? Ja, die bringen auf jeden Fall genug. Ich guck gerade mal eben, was ich so rauskrieg. Knochen, verdorbenes Fleisch, Wildfleisch, Dämonenblut, Schwefel. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, die hier zu nehmen heute. Sehr geil. Wir haben noch nicht einen Getreue, der mal diese Random-Punkte bekommen hätte, ne? Aber dafür haben wir alles so ein bisschen angelevelt schon mal. Wie viel hatten der? Der ist Stufe 3. Mal gucken, wie weit wir den heute kriegen. So, Hallöchen, Popöchen. Wir machen genau so lange, bis wir unser Level haben, was wir brauchen, ne? Ja, aber es ist cool, dass sie ein bisschen Schwefel geben. Das kann ich ja daheim direkt verwerten. Sollen wir da hinten gucken, ob wir noch einen Magierkopf mitkriegen? Irgendwie hätte ich da auch Bock drauf, weil wir sind sehr gut in der Zeit. Auf dem Rückweg machen wir dann nochmal Schlund. Ja, so machen wir das. Trotzdem auseinander. Ja, da vorne kriegen wir doch bestimmt nochmal so einen Magierschädel. Ach, das sind untote Skelette. Siehst du, von denen weiß ich gar nicht, was sie bringen. Habe ich schon wieder vergessen. Ich darf nur das Pferd nicht vergessen, nachher abzuholen. Wir hoffen natürlich, dass es nicht heimgeht. Oh, Alter, da haben wir jetzt aber einen. Ja, ist auch nur ein Skeletor. Ich muss mal eins machen jetzt. Ich weiß nämlich im Moment gar nicht. Und die bringen auch gut Punkte. Alter, die droppen Stahl, Leute. Spezieller, weil du so heute auf hast. Naja. Nicht wirklich. Wo geht ihr hin? Cool, also muss richtig rein. Hast du gut gemacht, welches Level bist du jetzt mittlerweile? Zack, also bis Level 5 müssten wir eigentlich vor der Säuberung alle Thralls geschwind machen, weil das geht echt schnell. Oder sogar Level 6, dass die einfach ein bisschen mehr drauf haben, ne? Aber warte mal, das war doch dieses Ding. Stahlreparatur haben wir, den brauche ich schon nicht bauen. Ja, cool.
Gibt's noch irgendwas, was ich jetzt übersehen habe? Schwierig, schwierig. So, und wir haben unser Level auch gleich. Ja, perfekt. Sehr geil. Die Schlundloch-Geschichte nimmt langsam Form an. Jo, dann haben wir es doch. Perfekt. Jetzt fehlt uns nur noch das bisschen Glück, dass wir die Mats bekommen. Oder dass wir die Mats haben für die bessere Keule und alles, was wir jetzt noch brauchen. Aber da habe ich ja gesagt, wenn das nicht reicht, stelle ich uns die Sachen her. Ist der letzte Mob wahrscheinlich. Jo, da ist immer. Was habe ich denn jetzt alles probiert? Die Sichel habe ich noch nicht probiert hier, ne? Da kriege ich aber auch Dämonenblut raus, guck mal. Weiß nur nicht, ob mehr oder weniger. So, wir sind Level 50. Oh, shitty, wo habe ich denn jetzt mein Pferd? Irgendwo da vorne. Aber ich glaube, kann das sein oder war das ein anderes Spiel? Ne, da vorne steht's. Was versinkt denn da bitte gerade im Boden? Keine Ahnung. So, meine Lieben. Gehen wir heim und bauen das zusammen, oder? Ist er da? Er ist da. Ihr müsst da aufpassen. Ruckzuck werden wir angegriffen hier von dem Kollegen. Ja, das war jetzt auf jeden Fall cool, dass es... erschrocken. Also was geht jetzt? Wir sind jetzt Level 50. Jetzt schalten wir uns das Rad des Dreier frei. Dann bauen wir uns, wenn wir es können, die zwei Keulen. Hauen diese stumpfen Waffenverbesserungen drauf für Erschütterungsschaden. Und wenn es dann noch materialtechnisch reicht, die zwei neuen Seile, die wir wahrscheinlich bekommen. Weil den Elbatu muss ich schon eine ganze Weile hier rüberziehen. Es sei denn, ich nehme ein Rad mit und baue es drüben auf, aber... Das bedeutet für mich nichts anderes, wie dass ich halt wieder hin muss, um ihn dann abzuholen. Ich ziehe den heim, mache ich Schnittle. Mache ich mal Schnittle. Schön! Und jetzt geht es dann, wenn wir das haben, erstmal darum, die Säuberung klar zu machen. Und danach geht es dann endlich den Kartenraum holen und so weiter und so fort. So, Dankeschön für den ersten Ausflug mit dir. Das hat super viel Spaß gemacht. Und du... Kannst berichten, wie es am Schlundloch war, weil da war der Günther nämlich noch nicht. Und wir schalten uns jetzt das frei. Wissen. RAD. Zack. Freigeschalten. Die Stahlkeule an der Folterer-Werkbank, genauso wie die Ledergeschichte. Halt. Im Prinzip kann ich ja schon mal... auf jeden Fall Stahl mit hochnehmen. Es kann natürlich sein, dass wir für die Dinge gutes Leder brauchen. Ne? So langsam aber sicher, muss ich sagen. Ne? Überall steht jetzt jemand. So, es wird schon ein bisschen weitergekommen. Morgen holt man einen Batu. Jetzt sind wir auch. Da, ihr habt es ja damals auch in die Kommis reingeschrieben. In Staffel 1 hatte ich ja in der Nähe meine Base und wir haben den reingezogen in unsere NPCs. Und das waren ja mehr als zwei, ne? Und jetzt aber würde ich sagen, mit dem Günther morgen oder mit dem neuen jetzt, den wir da vorhin probiert haben, müsste das hinhauen. So, ich hau das Stahlzeug schon mal rüber. Die möchte ich gerne bauen. Ich brauche auf jeden Fall noch Leder. Leder. Verstärktes Leder. Ja, wenn ich jetzt 6 verstärktes Leder unten noch hole und Leder, dann haben wir es. Ja, sehr geil. Und die Stahlkeulen hatten wir damals, glaube ich, auch, wenn ich es richtig weiß noch. Auf jeden Fall, als wir den Reliquienjäger geholt haben, hatten wir die Stahlsäulen. Die zwei will ich drüber ziehen. 6 verstärkte Leder, wenn ich noch hätte. Müssen wir mal gucken. Jo, passt. Jetzt bin ich überladen. Warum bin ich schon wieder überladen? Ja, ich habe mal auf Knochen und so dabei. Ja, super. Also, morgen in Batu. Da wird es auf jeden Fall freuen mich. Ich weiß, dass er nicht der Stärkste ist, ne? Dass es also weitaus Stärkere noch gibt, aber... Ich brauche den einfach, weil Embatu halt, ne? Ist halt so ein bisschen angelehnt an damals. Mach das gleich mal fertig.
hier, das wird auch nochmal lustig. Aber hey, ist ja jetzt durch diese Kopfgeldjäger-Geschichte, Goldstaub und so, ist jetzt auch kein Problem, ne? Warum bin ich jetzt immer noch... Sag mal, was mache ich nochmal mit dem... mit dem verdorbenen Zeug? Hier muss man ganz kurz was gucken. Schreibt man das. Nicht Dünger, wie hieß das Kompost hier im Spiel, gell? Komposthaufen. Den haben wir aber schon freigeschalten, weil ich glaube, dass wir das damals im Komposthaufen drin haben. Ist dann Landwirtschaft, gell? Pass mal auf, muss ich kurz probieren. Die 20 Dinger gönne ich mir. Irgendwas war da. Wo setzt man den jetzt geschwind hin? Ich würde sagen, oben in diese Übungsabteilung hier, ne? Hier setzen wir mal hin, weil da sollten ja dann irgendwann auch die Gärten hin. Genau. Das hier. Oh, da fällt mir gerade was ein. Aber ich kann das ja schon mal hier jetzt zwischenlagern. Ja, das hier. Dann brauchen wir das da. Und Knochenmehl. Da müssen wir den Mahlstein noch freischalten. Pass auf, machen wir jetzt auch noch gleich. Die nehmen wir jetzt noch mit rein. Ich sage ja, es ist immer irgendwas, was du am Ende noch machen kannst. Und zwar, das hier wollte ich doch angucken mit euch noch. Wir haben es freigeschalten. Wir wollten es dann auch testen. Oh, Alter, das ist größer, als ich gedacht habe. Also ich kann mir hier... Ich nehme an, dass ich es auch wieder wegbauen kann. Oder? Oh ja, ist okay, aber... Ey, damit kannst du auf jeden Fall was anfangen. Wenn man es da nicht übertreibt, glaube ich, wird es schon ziemlich gut. Ich will gerade. Ich bin schon wieder bei Laden, weißt du? So. Ich könnte jetzt auch einen Schnitt machen bis oben, aber geht mal davon aus, dass heute nichts mehr passiert, außer dass ich die zwei Keulen jetzt gleich in Auftrag gebe oben. Die zwei Fesseln. Oder wie ich sie nenne, Peitschen. Und dann ist das Thema für heute durch. Ich hau das jetzt mal kurz hier rüber. Das können wir ja dann gleich so. Und das hier noch rüber. Du, das mit dem Kompost hier, das, ich finde das gar nicht schlecht. Da kann man richtige Wege machen. Was ich halt jetzt gerne wissen würde, ist, ob ich es auch in die Schräge klemmen kann. Oder ob das dann rauslinst, blöd, ne? Macht ja nur Sinn, wenn sich es da richtig... Hier, probieren wir es gleich. So, einmal die Ledergeschichte rüber. Dann hätten wir gerne hier zwei Stück gehabt. Geht jetzt nicht wegen Essen, mache ich schon mal eine. Und dann hätten wir gerne hier zwei Stück. Wo war denn der Weg nach oben? Also hier zum Beispiel. Ne, geht nicht, ne? Also es passt sich dann nicht so an, wie man es gern hätte. Ist eine nette Idee. Aber es kann, ich kann es nicht das umsetzen, was ich gerne umsetzen würde damit. Ist aber nicht schlimm. Für gerade Flächen geht's. Also wir finden dann Einsatzgebiet. Und fertig. Warte. Ich guck gerade mal. Was brauchen wir jetzt noch? Äste, ja? Haben wir hier nicht Äste gehabt? Gut. Also, jetzt hat es tatsächlich geklappt. Wir sind in der Lage, den Enbatu morgen zu holen. Und wir werden den holen. Die zwei Bogenschützen werden fertig sein, wenn wir heimkommen. Dann müssen wir ein bisschen Rüstung basteln. Gucken, dass jeder eine gute Waffe hat einigermaßen. Dann suchen wir uns einen schönen Platz, wo wir sie aufstellen. Der ist auch fertig, der Zweier. Ich glaube, den gönnen wir uns heute noch. Die anderen zwei dann morgen. Nicht folgen. Gehst du mal irgendwo mit dazu, dass ich dich nachher wieder finde? Hier einfach mal. Er ist zu nah an dem Typi.
Zu langsam, aber sicher, mein lieber Mann. So. Eine Stahlkeule ist fertig. Die zweite wird gebaut. Rohleder, ich nehme die natürlich dann morgen alle mit. Und diese Aufsätze Nummer 1 und Nummer 2. Ich richte das jetzt, komm, das machen wir jetzt noch kurz gemeinsam fertig. Wir nehmen den Stärke-Thrall mit, den wir neu gewonnen haben, ja? Der Günther bleibt dann hier. Er hier ist es. So, ich gebe dir schon mal deine Keule rüber. Ich richte es dann morgen. Ich werde meine Keule hier drauf ziehen. Einfach mal die Rohlederfesseln. Die werde ich erst verbrauchen, denke ich mal morgen. Und dann die neuen. So, Leute. Dann freue ich mich ganz extrem auf die Runde morgen. Und seine Batu holen. So, bis dann.